Was für eine harmonische Woche. Also klar, es war wieder viel los auf der Welt, aber endlich wurde mal vernünftig über die drängenden Probleme unserer Zeit gesprochen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es sehr wohltuend, wenn sich zwischen all dem Geschrei, all dem unbedingt Recht haben wollen, dem politischen Taktieren und der Selbstinszenierung einfach mal die Vernunft durchsetzt. Und damit herzlich willkommen zu Bosetti will reden. Die FDP zum Beispiel hat sich diese Woche selbst übertroffen und ich finde, da muss man auch mal neidfrei loben können. Klar, ganz kurz hatte Volker Wissing angekündigt, das EU-Verbot für neue Verbrennermotoren zu blockieren, solange es auch E-Fuels einschließt, wegen Technologieoffenheit. Das ist bei der FDP ein Synonym für Techniknostalgie oder für Öllobby oder für verzweifelter Stimmenfang oder für das, was die FDP angeblich am meisten hasst, Ideologie. Das war also so, aber dann kam ja dieser denkwürdige Auftritt des FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr bei Markus Lanz. Wo ist der Wirkungsgrad von E-Fuels? Der reine Effizienzwirkungsgrad, der liegt bei 15%. Wie hoch ist der Wirkungsgrad eines E-Motors? Ich weiß nicht, welche Zahl Sie jetzt gerade meinen, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie hoch? Welche Zahl meinen Sie ganz genau? Der Wirkungsgrad eines E-Motors, wie hoch ist der? Die Energie, die reinkommt und die Energie, die dann rausgeht. Das ist relativ einfach. Das ist bei einem E-Motor immer sehr hoch. Wie hoch? Immer sehr hoch. Wie hoch? Mutmaßlich 80-90%. Ist über 90%. Über 90%. Und dann ist das passiert, was in einem solchen Moment immer passieren sollte. Ein Thema wird diskutiert, die Argumente einer Seite werden als haltlos entlarvt, die Entlarvten sehen ihren Fehler ein und ändern ihre Meinung. Ist ja auch logisch. Wieso sollte irgendjemand auf der Welt nach so einem Talkshow-Auftritt auch nur noch daran denken, E-Fuels in naher Zukunft als effiziente Technologie für Autos anzupreisen? Die FDP hat also das einzig Richtige getan und ihre Strategie, wirklich jeder einzelnen effektiven Klimaschutzmaßnahme im Weg zu stehen, komplett über Bord geworfen. Ist es nicht großartig? Sie hat sogar gesagt, guck an, wenn es in diesem Fall kein sachliches Argument für unsere bisherige Position gibt, vielleicht überdenken wir dann bei der Gelegenheit auch nochmal unsere Haltung zum 9-Euro-Ticket und zum Tempolimit. Und ich finde das vorbildlich. Wieso schüttelst du den Kopf die ganze Zeit? Das ist super irritierend. Was? Haben Sie nicht... Die Entscheidung zum Verbrenner aus liegt jetzt auf unbestimmte Zeit auf Eis. Okay. Okay. Dann hat die FDP sich vielleicht nicht ganz so konstruktiv an der politischen Debatte beteiligt wie alle anderen. Aber Markus Söder ist ja in der Vergangenheit ein-, zweimal durch leicht populistische Aussagen aufgefallen. Manchmal konnte man sogar das Gefühl bekommen, er habe gar keine eigenen politischen Ideen, sondern bloß einen Fetisch für Grünen-Bashing. Aber das ist alles vergessen, denn die letzten zwei Wochen hat er genutzt, um sich endlich mal fundiert zu den wirklich wichtigen Themen zu äußern. Hier, 21.02. Wir unterwerfen uns hier weder irgendwelchen Umerziehungsfantasien, noch betreiben wir hier eine Cancel Culture. 22.02. Wir lassen uns von den Grünen nicht Kultur und Sprache diktieren. 28.02. Der Umbau der Gesellschaft geht weiter. Die Grünen wollen ein Verbot von Gas- und Ölheizungen schon nächstes Jahr. 5.03. Es ist absurd, Fleisch und Wurst in Kitas sowie Werbung für Süßigkeiten zu verbieten, aber gleichzeitig Cannabis erlauben zu wollen. Nochmal 5.03. Die ganze Welt isst und trinkt bayerisch und beneidet uns um unsere Produkte. Umso schlimmer, wenn aus Berlin mit Verboten und Vorgaben der Essensgenuss verleitet wird. Und nochmal 5.03. Die Grünen leben in einer Fantasie- und Verbotswelt. Sie wollen letztlich eine andere Republik und die Deutschen umerziehen. Die Mehrzahl der Deutschen sorgt sich aber weniger um Wokeness und Genderpflicht, sondern um Inflation, Heizkosten und Strompreise. Ja, du musst gar nicht so mit dem Kopf schütteln. Ich hab's schon verstanden. Bei Markus Söder ist auch alles wie immer. Und das wirklich Krasse ist, das waren nur die letzten zwei Wochen. Ich frage mich ja manchmal, ob Markus Söder vielleicht heimlich bei den Grünen ist. Weil all die Dinge, die er den Grünen vorwirft, vor allem in seinem Kopf stattzufinden scheinen. Wenn er es klingen lässt, als würden Kinder in Zukunft zwar kein Fleisch und keine Süßigkeit mehr essen, aber dafür beim Morgenkreis in der Kita erstmal alle zusammen einen kiffen, dann hat das mit den Grünen ja gar nicht mal so viel zu tun. Oder dieses, die Grünen reden nur übers Gendern, anstatt sich um die wichtigen Dinge zu kümmern, Märchen. Tatsächlich spricht die AfD in den sozialen Netzwerken achtmal so häufig über Gender wie der Durchschnitt aller anderen Parteien. Ich habe mal gegoogelt, wann Robert Habeck das letzte Mal übers Gendern geredet hat. Als Ergebnis kam ein Interview von 2021, in dem er danach gefragt wurde und sich geärgert hat, dass alle so ein Theater um potenziell gegenderte Gesetzestexte machen, anstatt sich darauf zu konzentrieren, was in den Gesetzen stehen soll. Aber möglicherweise ist Herr Habeck im Gegensatz zum Herrn Söder auch einfach zu beschäftigt damit, sich um Inflation, Heizkosten und Strompreise zu kümmern.
Ich finde das ein bisschen schade. Ich finde, Robert Habeck sollte Tag und Nacht übers Gendern reden. Einfach, um Markus Söder nicht ganz so blöd dastehen zu lassen. Wenn Markus Söder es nicht schafft, seine Worte der Realität anzugleichen, ist es doch nicht zu viel verlangt, die Realität seinen Worten anzugleichen, oder? Okay, Markus Söder fällt also auch raus. Aber irgendwas muss doch in der öffentlichen Debatte gut gelaufen sein diese Woche. Ich meine wirklich, es muss jetzt endlich mal etwas gut laufen in der Debatte. Wie sollen denn Probleme gelöst werden, wenn nicht vernünftig über diese Probleme gesprochen wird? Die Sache mit dem Klimaschutz zum Beispiel, die drängt ja allmählich schon ein ganz kleines bisschen. Apropos, was hat denn die letzte Generation diese Woche so getrieben? Was? Sie hat das Grundgesetz mit Öl beschmiert. Ach so, ein Kunstwerk, das das Grundgesetz abbildet mit einer ölähnlichen schwarzen Flüssigkeit, die man einfach abwischen konnte. Und das, um die Bundesregierung daran zu erinnern, dass sie sich ans Grundgesetz halten soll, anstatt Erdöl zu verfeuern. Okay, klingt nicht so dramatisch. Das ist ja eigentlich eine recht nachvollziehbare Symbolik und daraufhin könnte man ja mal konstruktiv über Klimaschutzmaßnahmen, was? Ein CSU- und ein SPD-Politiker haben sie daraufhin mit den Taliban verglichen. Mit den Taliban. Ich finde es wirklich manchmal schwierig auszuhalten, dieses absichtliche Missverstehen. Dann sagt zum Beispiel jemand, hey, lasst uns nächstes Jahr mal damit aufhören, neue klimaschädliche Heizungen einzubauen. Und Markus Söder fasst sich schockiert ans Herz und ruft, du willst funktionierende Heizungen aus den Herzen der Häuser reißen und mit deiner bloßen Hand zerquetschen, auf das Deutschland erfriere und verarme. Was bist du bloß für ein Mensch? Dieses laute, dominante Rausbrüllen von einfachen Scheinwahrheiten, die nur deshalb irgendwie richtig klingen, weil man sich selbst als normal und harmlos geriert und alle anderen als hysterisch und machthungrig. Ich glaube, und ihr werdet mir jetzt Egozentrik und Größenwahn vorwerfen, obwohl es purer Realismus ist, ich glaube, Markus Söder existiert nur, um mich zu zermürben. Der Gott, an den ich nicht glaube, hat ihn 17 Jahre vor meiner Geburt in diese Welt geworfen, hat ihn genährt und trainiert, damit er mich persönlich heute fertig machen kann. Und selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass sich das ganze Theater nicht ausschließlich um mich dreht, das ist ein Aspekt, der in der Debatte über Populismus und Fake News selten angesprochen wird. Dass es nicht nur um das Verbreiten von Unwahrheiten geht, sondern auch darum, die politische Gegenseite mürbe zu machen. Denn für alle, die die Wahrheit auch nur mit dem kleinsten bisschen Wohlwollen betrachten, ist dieser skrupellose Umgang mit ihr wirklich schwer zu ertragen. Außerdem ist es so viel Quatsch, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Dann spricht Herr Söder ganz nebenbei von einer Genderpflicht. Und man würde ihn und die Welt gerne darauf hinweisen, dass es den allermeisten nicht um eine Pflicht, sondern um Sensibilisierung geht. Aber man kommt gar nicht dazu. Denn er sagt im selben Satz noch so viele andere schlimme Dinge, dass man alle Buchstaben neu anordnen müsste, um ihn weniger empörend zu machen. Was tut man also stattdessen? Den Kopf gegen die Wand schlagen. Und das ist Taktik. Oder Sarah Wagenknecht sitzt bei Hart aber fair und wird korrigiert, als sie die Vergewaltigungen russischer Soldaten an ukrainischen Mädchen und Frauen zu relativieren versucht. Im Nachgang veröffentlicht der WDR zusätzliche Informationen, von denen Sarah Wagenknecht aber auf Twitter einfach die entscheidenden Sätze abschneidet, sodass es wirkt, als hätte der WDR ihr doch Recht geben müssen. Stand jetzt 21.000 Likes. Der WDR versucht also sachlich und transparent zu kommunizieren und Frau Wagenknecht nutzt das mit einer fast schon beneidenswerten Schamlosigkeit aus, um ihre Version der Wahrheit zu verbreiten. Obwohl sie ja weiß, dass es eine Lüge ist. Sie hat die entscheidenden Sätze ja nicht aus Versehen abgeschnitten. Auch das ist Taktik. Und dieser Fall zeigt das vielleicht größte Problem unserer gesellschaftlichen Debatte. Anstand ist darin eine Schwäche. Kommen wir nun zum wichtigsten Teil einer jeden Folge. Kommen wir zu den Kommentaren, die ihr zur letzten Folge in die sozialen Netzwerke geprügelt habt. Delegitimierender Serbenlümmel schreibt, Bosetti ist durchaus fickbar, das war's aber auch schon. Weißt du was? Nicht mal das. Zumindest nicht für dich. Seidel Christine 8111 schreibt, es ist unerträglich, Ihnen zuzuhören, das Sprechen gleicht einem ratternden Maschinengewehr. Haben Sie denn keinen Partner, dem Sie Ihren unqualifizierten Redefluss antun können? Die Sache ist, dass meine Beziehungen leider immer nur eine Woche halten, dann ziehen die Herren mit rauchenden Ohren von dannen. Dragana Mirkovic 6737 schreibt, Frau Bosetti, ich habe Sie durch Zufall entdeckt und muss sagen, ganz schlimm. Das wäre ein richtig guter Anmachspruch. Wirklich, sprich mich so in der Bar an und wir können für immer glücklich miteinander werden. Und mit für immer meine ich für eine Woche, bis dir die Ohren rauchen. Dirk Beetz 2740 schreibt, das ist keine Satire, das ist Verzweiflung. Ach weißt du, die Grenzen sind da fließend. Bernhard Pioschik 6500 schreibt, sponsored by CIA. Ja, was soll ich sagen, sie zahlen halt gut. Scepter Sword Magic Ball schreibt, danke Frau Dr. Wagenknecht, Sie werden unsere Heimat retten, die Welt versöhnen, so wie es Donald Trump begonnen hat. Okay, jetzt
Weiß ich auch nie weiter. Aber das ist alles nichts gegen den schlimmsten aller Kommentare. Ich bin's 3617 schreibt, Eierkuchen, es heißt Eierkuchen. Okay, wenn du den Eierkuchen-Pfannkuchen-Kampf haben willst, kannst du den Eierkuchen-Pfannkuchen-Kampf haben. Sobald ich das Baby-Iltis-Video gedreht habe, kommt eine ganze Folge dazu. Wir müssen bloß mal 2 Wochen in Folge finden, in denen sonst nichts Schlimmes passiert auf der Welt. Das ist bestimmt sehr bald. Und Jason Thielemann 2018 legt noch nach, Eierkuchen ist schon richtig, denn Pfannkuchen sind ja mit Marmelade gefüllt. Berliner sind mit Marmelade gefüllt. Berlinerinnen übrigens nicht. Das war Bosetti, wir reden für heute. Wir sehen und hören uns nächste Woche Mittwoch wieder. Bis dann.